Ach, der Kampf ist scheiße. Sehr ordentlich, Franklin. Kann ich nicht einfach durchrennen? Please? Nein, 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 vergiss es. Scheiß machst du. Wo ist er hin? Er ist weg. Zack, boom. Boah. Weggefetzt, Mann, und tschüss. Alter. Das ist halt so übel. Bam. Habe ich dich nicht getroffen? Na, dann halt nicht. Aufstehen. Und hinlegen. Was ist hier? Ach, einfach nur ein Spawner. Nein, oh, er stellt ein Geschütz auf. Er hat ein Geschütz aufstellen wollen. Der Typ. Hör doch auf damit. Keine Geschütze. Wer hat mich jetzt gerade getroffen? Der. Und noch ein Geschütz, mein Gott. Ey. Was? Wo? Danke fürs Blockieren. Alter. Es ist nicht witzig. Es ist absolut unlustig. Nein. Es ist nicht lustig. Die kommen halt von überall. Hier, stirb. Was ist das? Ey. Die Geschütze sind das Schlimmste. Ich wiederhole mich. Aber sie sind das verdammt Schlimmste. Das Schlimmste, genau. Ihr seid das Schlimmste. Was Cerberus jemals gemacht hat. Und ihr seid die Ersteller. Ihr müsst sterben. Alle okay da oben? Nice, schön für dich. Ja, weißt du was, ey. Geh doch einfach weg. Ich komm schon klar. Ich habe jetzt eh gleich alle ausgerottet. Ey, tschüss. Ja, das war der erste. Das war der zweite. Guck mal, da kommt der dritte. Ich habe auch noch einen vierten. Und dann spreng ich dich weg. Und tschüss. Im Arsch. Happy End. Alter. Der Kampf war nicht lustig. Ich möchte ihn nicht wiederholen, wenn ich nicht muss. Nein. Nein, es waren einfach 10.000 Geschütze. Ich will einfach nicht darüber reden. Wir gehen. Leute, wir gehen jetzt. Ciao. Und ich hoffe, der Part ist gleich vorbei. Egal. Hallo? Danke. Das ist eine beeindruckende Barriere, Octavia. In unserer Akte steht, dass Sie sich mit Schildtechnologie beschäftigt haben. Octavia. Es ist eine tragbare Multikernlösung auf der Basis zyklonischer Barrieren, Arschloch. Und es heißt Octavia. Ich erlöse euch von diesen Idioten. Ja. Ich kenne sie nicht. Bleiben Sie zurück. Alter, die ist ja übelst krass. Kann ich da nicht durchlaufen? Schade. Ich bin Commander Shepard, Allianz. Ich will Ihnen helfen. Das habe ich dem letzten schon nicht abgekauft und für Sie gilt das auch. Das ist ein Multikern-Schildprototyp auf der Basis zyklonischer Barrieren. Er hält Ihnen stundenlang stand. Den Schild zerstören. Ey, man kann es halt auch erzwingen, ne? Sanders, hier Shepard.
Ich habe hier verängstigte Studenten hinter einem Schildprototypen. Woher wissen wir, dass das kein Trick von Cerberus ist? Überprüfen Sie die Verzerrungsspitzen, Isaac, wie ich, als Sie die Ausgangssperre umgangen haben. Und wenn das Octavias Schild ist, erinnern Sie sie an den Punktabzug, weil die nicht simultane Energie die Emitter überlastet hat. Danke, Sanders. Sie haben großartige Arbeit geleistet. Die Biotikstudenten sind da oben. Bleiben Sie zusammen. Sie kommen hier raus. Okay, danke. Ciao. Ich hätte den Schild dort auch zerstören können, aber ganz ehrlich, warum sollte ich? Und was liegt da rum? Sind das jetzt wirklich nur Flammen? Es sind zwei kleine Flammen. Wow. Awesome. Gut, dann schnell die Session beenden. Go, go. Nochmal ein finaler Kampf gegen Cerberus. Ich hab richtig Bock. Ich hab so richtig Bock. Sehen aus wie Pläne für Verstärker-Interfaces. Nicht so gut wie das, was wir bereits haben, aber trotzdem einen Blick wert. Jo, will ich auch sagen. Okay, und hier ist blockiert, oder was? Okay, ich komme hier einfach drüber gejumpt. Hier ist eine Bouncil-Brustplatte. Übel. Übelst die Brustplatte. Wisst ihr was? Mach mal ganz kurz. Ich würde gerne. Wieso konnte ich gerade meine Fähigkeit nicht einsetzen? Egal, wir gehen. Was ist das? Jo, hatten wir schon. Ja, ich würde sagen, wir steigen ein. Jetzt, okay. Irgendwie ging es gerade nicht. Geil, wir sind jetzt im Atlas. Oh, der hat da. Übelst den kaputten Schild, wer ist das? Habe ich auch nichts vergessen? Aussteigen mit X, Nahkampf. Wow, okay, ich freue mich, dass ich jetzt hier rumlaufen darf. Aber wisst ihr, ich baller euch weg hier. Bam, ins Gesicht. Junge. Ah, wo sind noch mehr? Da sind noch mehr. Bam. Zack. Hahaha. Es fühlt sich so gut an. Ich hab auch Raketen, Junge. Jo, ich baller die weg hier. Kein Thema. Guck mal, wie easy die weggeballert werden hier. Also, wenn ich mal treffen würde, ne? Jo. Easy. Das ist zu easy. Bop. Yo, lass liegen. Ich gebe euch allen Headshots hier in den Hinterkopf. Und bam. Bam, bam. Das ist halt übelst awesome. Wo sind Feinde? Da, jawoll! Da kriegt er nochmal eine Rakete. Aber hat nichts getroffen, leider. Das ist wie Moorhuhn schießen, wieder. Einfach nur in die Köppe. Noch jemand? Jo! Das hat eine schöne Explosion gegeben. Oh, hier sind nochmal zwei. Ciao. Ach, Mann, daneben. Blepp.
So, jetzt will ich aber einmal in Nahkampf. Einmal will ich in Nahkampf. Boah. Hat zwar keinen Schaden gemacht, aber... egal, jetzt Nahkampf. Weggefetzt. Oh. Ein Atlas. Das ist aber übelst heftig, Mann. Ich muss gegen einen Atlas antreten, ey. Das ist ja so übertrieben. Welche Verstärkung? Sag mir, welche Verstärkung soll hier noch eintreffen? Oh. John Grimson, der Gründer. Jo, ne? Nice. Ja, doch. Wo ist hier der Ausgang? Ich glaube dort. Okay, schön. Haben wir es geschafft, oder wie? Kaylee, wie geht's voran? Shuttles entriegelt. An die Steuerung und Studenten an Bord. Halt! Wo zum Teufel ist Rodriguez? Die Olle. Die verreckt jetzt. Sie braucht mehr als das. Ei, Junge! Fett. Aber die Cerberus-Typen leben alle noch. Schön, alle durchgekommen. Ey, 32 Minuten. Dieser Part wird übelst lang. Joker. Wir sind in einem Cerberus-Shuttle. Nicht schießen. Ich hab sie auf den Sensoren. Dauert nur eine Minute. Danke, und dann Commander. Sind wir tot. Ohne sie wären wir nie von dieser Station runtergekommen. Den haben wir es gezeigt. Bei nächster Gelegenheit gibt's auf meine Kosten Tattoos für alle. Check, Mann. Was wollt ihr haben? Ascension-Projekt-Logo? Eine leuchtende Faust? Ein Einhorn für Rodriguez? Lecken Sie mich, Ma'am. Wir haben sie wirklich lebend rausgebracht. Ich wollte sie nur unterstützend eingreifen lassen. Vielleicht sind sie doch schon bereit. Wie sie guckt so. Shepard, sag jetzt nichts Falsches. Ich klopp dich kaputt. Es sind deine, Jack. Sie sind absolut bereit. Aber die Allianz braucht sie als Unterstützung. Was? Wir haben Artillerieausbildung. Wir brauchen keine neue Artillerie, sondern stärkere Barrieren für unsere Fronttrupps. Das ist doch scheiße. Hey, wenn sie uns dafür brauchen, dann machen wir das. Zum Ballern kommen wir dann schon noch. Commander, wir haben Sichtkontakt. Andocken vorbereiten. Hey Jack, werden Sie beim Militär jetzt auch Uniform tragen? Oder lassen Sie die Offizierstreifen nur eintätowieren? Leck mich, du A. Flight Lieutenant. Was zum Teufel war das denn? Jack hat versprochen, weniger zu fluchen, um den professionellen Ruf zu wahren, den wir von unseren Lehrern verlangen. Hat sie auch eine Fluchkasse? Denn wenn wir die plündern, können wir uns bestimmt einen neuen Kreuzer kaufen. Ohren zu halten, Kinder. Hey, Joker. Leck mich. Leck mich. Und dann ist der Ton weg, ey. Shepard. Oh, Anderson. Wenn das keine Augenweide ist. Freut mich auch, Sie zu sehen, Sir. Sir? Sie sind zwar wieder im Dienst, aber das gibt Ihnen nicht das Recht, so formell zu sein. Dann freut's mich, dass Sie noch nicht abgekratzt sind, Anderson. Das gefällt mir schon besser. Sie haben anscheinend keine Zeit vergeudet. Ich will mir gar nicht ausmalen, was mit den Kindern in den Händen von Cerberus passiert wäre. Sie wollen uns unbedingt helfen. Diese Studenten sind mit das Beste, was wir zu bieten haben. Und wir schicken sie in die Schlacht. Ich hasse diesen Krieg. In Hacketts Bericht steht gar nicht. Kaylee Sanders ist sicher. Sie ist bei den Rekruten. Danke, Shepard. Als ich von dem Angriff hörte, ich habe schon viele Freunde verloren. Sie hat gesagt, sie sollen am Leben bleiben. Hat sie das? Naja. Danke, Shepard. Das ist diese Woche die erste gute Nachricht. Anderson Ende. Ciao. Admiral Hackett ist über Videoleitung verfügbar. Der Hackett, der funkt uns gerade an. Aber
dieser Part ist schon viel zu lang, deswegen, ja, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich glaube, den splitte ich sogar. Das ist wahrscheinlich schon der zweite Part von, ne, dieser Aufnahme gerade. Wenn ihr versteht, was ich meine. Ach, wisst ihr, dann gucken wir uns das noch ganz kurz an. Ne, das war falsch. Das war das Kriegsterminal. Ja, wir gucken nochmal. Da kommen die 5 Minuten. Kriegen wir auch noch voll. Haben Sie den Primarchen zu Ihrem Gipfel gebracht? Ja, Sir. Aber die Asari wollen nicht daran teilnehmen. Das werden Sie bereuen. Jetzt wäre Einigkeit wichtig. Immerhin werden die Salarianer kommen. Das klingt nicht sehr optimistisch. Wir holen auch die Kroganer dazu. Verstehe. Dann haben Sie ja alle Hände voll zu tun, Commander. Mhm. Gibt es noch etwas, worüber Sie sprechen möchten? Hat Ihre Analyse des Proteaner-Geräts irgendetwas ergeben? Liara scheint recht zu haben. Es ist eine Waffe. Eine riesengroße. Sonst wissen wir noch gar nichts. Nur, dass es eine Riesenaufgabe ist, das Ding zu bauen. Halten Sie es nicht für riskant, etwas zu bauen, ohne zu wissen, was es überhaupt macht? Ganz ehrlich, das Ding jagt mir eine Höllenangst ein. Aber die Reaper lassen uns keine Wahl. Vor 200 Jahren hatten Wissenschaftler im Zweiten Weltkrieg dasselbe Problem. Sie wussten nicht, was die Atombombe anrichtet. Manche dachten, die Erdatmosphäre würde in Flammen aufgehen, machten es aber trotzdem. Interessant zu wissen, ne? Also die Menschheit, die ist halt echt sehr experimentierfreudig, muss man einfach mal dazu sagen. Das ist alles, Sir. Informieren Sie mich. Hackett Ende. Stell dich mal vor, die Atmosphäre hätte dann wirklich gebrannt. Ach du Scheiße, dann könnte ich hier jetzt nicht sitzen und dieses Let's Play aufnehmen. Die Welt wäre um einiges besser, glaube ich. Naja. Gut. Hast du die Feeds von Palavin gesehen? Alter. Brutal. Erstaunlich, dass die Turianer noch stehen. Ach, die zwei Klatschtanten, ey. Die gehen mir so auf den Nerv. Immer nur am Tratschen. Ja gut, dann würde ich sagen, steuern wir jetzt endlich. Es ist schön, dass Jack die Reaper-Invasion bis jetzt überlebt hat. Ich habe am Tag Erinnerungen an ihre Versuche, meinen Berichten an den Unbekannten eigene Ergüsse hinzuzufügen. Bei den meisten davon ging es um die unangebrachte Verwendung des Wortes Steuerknüppel. Ja, danke. Dabei belassen wir es dann. Genau, wir steuern jetzt zuallererst. Ach du Scheiße. Die Zitadelle an, denn da hat es noch ein paar kleine Sachen. Irgendjemand möchte bestimmt die Pläne haben. Sehr, sehr gut. Und die Medigel-Formel auf Sanctum. Wunderbar. Und dann eben noch die ganzen Personen, die wir da treffen können. Also wir haben einiges zu tun. Nachricht auf Ihrem privaten Terminal. Ja, danke schön. WG, danke. Von Stephen Hackett. Hallo Commander. Ach, von der Sanders. Ich hatte noch keine Zeit, mich angemessen für die Rettung aus der Akademie zu bedanken. Und Admiral Hackett hat mir zugesagt, das hier an Sie weiterzuleiten. Meine Studenten erfüllen draußen ihre Pflicht, während ich beim Tigel helfe, so gut ich kann. Es ist ein erstaunliches Projekt. Viel weiterentwickelt als alles, was ich je gesehen habe. Einige meiner eher tech-orientierten Schützlinge sind auch hier geblieben. Und wenn ich ihnen beim Arbeiten zusehe, das ist die Zukunft, Commander. Dieses Projekt wird den Fortschritt der Menschen über Generationen bestimmen. Und der Dank dafür gebührt allein Ihnen. Beste Wünsche, Kali Sanders. Ist doch schön. Die Sanders ist voll am Start hier. Also, wir fliegen noch ganz kurz zur Zitadelle und dann ist die Sessione beendet. Und mein Festplattenspeicher dürfte dann auch demnächst platzen. Hier hat's halt immer noch nichts, ey. Ich könnte austicken. Na, dann springen wir halt. Der Petra-Nebel. Cooler Name, ey. Yo, genau, ab zur Zitadelle. Das ist jetzt unsere nächste Mission, dort die ganzen Leute zu treffen.
die ganzen Nebenquests abzugeben oder eben anzufangen. Liegt hier nicht irgendwo was rum? Wahrscheinlich nicht. Wurde von den ganzen Zitadellbewohnern schon abgegrast, ey, die Schweine. So. Randor. Normandy, wir übergeben hiermit Ihre Andockfreigabe an einen Allianzbeamten. Oh, okay. Das passt. Kaum wieder in Aktion will uns die Allianz schon ein Halsband umlegen. Ja. So heißen wir Sie eben willkommen, Flight Lieutenant. Ja, Ma'am. Erbitten Erlaubnis zum Andocken. Erlaubnis erteilt. Sollen wir ein privates Transportmittel bereitstellen? Nein. Nein, nicht nötig. In Ordnung. Und wir sind da. Und da ist ja auch meine Lieblingsperson aus Mass Effect. Avina. Die Kuh. Du bist jetzt also ohne Kontaktmöglichkeit hinter den feindlichen Linien. Oh, seid ihr ein Paar? Oh, das ist ja traurig. Da ist Miranda. Ah, wunderbar, wir haben sie schon gleich gefunden. Also perfekt. Dann würde ich sagen, gehen wir hier im nächsten Part weiter auf Miranda ein und natürlich auf die ganzen anderen Sachen hier an der Zitadelle. Aber, könnt ihr mal die Schnauze halten? Danke. Das war's dann erstmal für diesen Part und für diese Session. Also vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, dann schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Und bis dahin, danke fürs Zuschauen und ciao, Leute.